Ich kann ja über Olaf Scholz herziehen, wie ich will. Ich kann die Esken madig machen, den Lindner in die Pfanne hauen. Nein, das ist keine Polemik. Circa 14% wären gerne richtig rechts, wenn nur die blöde deutsche Geschichte nicht wäre. Das ist eigenartig, gell? Dass Demokratie so viele Chancen bietet, sich selber abzuschaffen. Aber Beruhigung, da muss ich mal unterbrechen. Nee, Moment, ich muss unterbrechen. Ach so, ich habe noch gar nichts gesagt. So, ich wollte sagen, Menschen mit Behinderung haben ja oft Schwierigkeiten, sich an vorhandene Strukturen anzupassen. Also schafft man immer neue und andere Strukturen, damit Behinderte am normalen Leben teilnehmen können. Und das nennt man Inklusion, richtig. Das ist lateinisch und heißt mit einbezogen sein, dazugehören. Kinder mit und ohne Behinderung lernen zusammen in einer Klasse. Zusammen, das ist das Stichwort. Wären Behinderte unter sich alleine, wäre wieder nichts gewonnen. Wie kann es jetzt sein, dass man unter Umständen einen geistig und psychisch extrem Gehandicapten alleine rumsitzen lässt in einem Amt? Wie ist es möglich, dass ab nächstes Jahr vielleicht der behinderte Trump allein rumguckt im Oval Office? Nein, das ist keine Polemik. Überleg doch mal, was er alles mal gesagt hat. Er will Schulen als waffenfreie Zonen abschaffen. Die wären ein Köder für Terroristen. So wie kurze Röcke und dicke Brüste ein Köder wären für Vergewaltiger, also für Muslime. Das ist für ihn ja eins. Paris läge in Deutschland, hat er mal gesagt. Dann, ja, die Umwelt hat er abgeschafft. Umwelt gibt es gar nicht. Klima gibt es nicht, sagt er. Klima. Er will auch mehr Kohlebergbau. Was hieß der Erderwärmung? Ja klar, die Bergarbeiter arbeiten ja tief in der Erde. Die kriegen ja gar nichts mit von Erderwärmung. Und die Schwarzen würden den Weißen die besten Jobs wegnehmen. Natürlich, Straßenkehrer, Müllmänner, Taxifahrer sind ja alle schwarz, die besten Jobs. Ja, und im ganzen Weißen Haus wird wieder keine psychiatrisch geschulte Fachkraft sein, die darauf achtet, dass dieser Trump die Psychopharmaka regelmäßig einnimmt gegen Persönlichkeitsstörung. Das ist eigenartig, gell? Dass Demokratie so viele Chancen bietet, sich selber abzuschaffen. Und das, wo die Amerikaner uns Deutschen ja nach dem Weltkrieg die Demokratie beigebracht haben. Auch. Aber man muss auch sagen, im Gegenzug dafür haben sie sich auch schön eingedeckt mit Methoden von Nazis oder wie nennst du sonst die Erschießung von unbewaffneten Schwarzen oder die Gestapo-mäßige Totalkontrolle von NSA und FBI und CIA und so weiter, was weiß ich. So. Jetzt vergleichen wir ja die AfD hier gerne mit den Republikanern von Trump in Amerika. Ja, aber eigentlich sind AfDler hier auch wieder nicht so offensichtlich debil. Ach, da muss ich mal unterbrechen. Ach nee, ich habe ja selber gesprochen, ich muss mich immer unterbrechen. Komm mal her. Ich kann ja über Olaf Scholz herziehen, wie ich will. Ich kann die Esken madig machen, den Lindner in die Pfanne hauen, Baerbock und Habeck doof finden. Ja. Noch nie hätte sich ein Wähler von denen bei mir mit Wut gemeldet, was ich gegen den Lindner hätte, warum ich über den Scholz immer herziehe, wieso ich nicht CDU wähle und so weiter. Kaum kommt mir ohne jeden Kommentar nur das Kürzel AfD über die Lippen, gibt es einen Aufschrei von deren Wählern. Ah, jetzt finge ich auch an mit AfD-Bashing. Was mir einfiel, ob ich nichts im Hirn hätte, hätte nichts gelernt, wie doof wäre ich geworden. Bei mir könnte man auch nicht mehr zuhören. Reiß doch mal zusammen! Ja, bitte. Die AfD mäkelt ja wirklich an allem und jedem rum. Da wird sie ja wohl auch bemäkelt werden dürfen. Sich darüber zu empören, das ist das Antidemokratische. Aber Beruhigung, ja? Dass sich so viele Wähler von den Altparteien nicht identifizieren mit ihm, mit dem, was sie gewählt haben, das ist auch antidemokratisch. Ja, weißt du, man fühlt sich nicht mehr aufgehoben. Ne? Komisch bei der AfD offenbar schon, das ist komisch. Das ist komisch. Woran liegt das? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht hilft es, wenn wir an den Anfang zurückgehen, oder ein bisschen zurückgehen. Vor 40 Jahren zum Beispiel gab es da schon Untersuchungen in Deutschland, dass Deutschland ein rechtsextremes Wählerpotenzial hätte von ca. 14%. Also wir sagen, ca. 14% wären gerne richtig rechts, wenn nur die blöde deutsche Geschichte nicht wäre. Das war auch das Problem für NPD und DVU hießen die dann. Wer da dabei war, galt ja gleich wieder als deutscher Täter.
wird natürlich NPDler nicht sein und DVUler auch nicht. Und AfDler heute erst recht nicht. Vielleicht sind sie deswegen so empfindlich, weiß ich nicht. Nein, die AfD machte bisher das Rechte in einer Leitvariante, also ohne Geschichte. Ja, dabei soll es beruhigende Gefühl haben, Mitläufer zu sein von was, wofür es noch keine Täter gibt. So. Man sieht es positiv. Hitler war schrecklich, aber die Autobahnen sind klasse. Mit anderen Worten, bisher war bei AfD Magen und Hirn nicht belastet mit schwerer Historie, so rum. Ja. Ja. Und das haben sie sich also jetzt kaputt gemacht mit diesem Treffen in Potsdam, nicht? Da weißt du Bescheid, und diesen Remigrations- oder andere sagen auch Deportationsideen. Also, geschichtsdebil, nicht? Also doch eine Nähe zu Trump, nicht, muss man sagen. Nicht? Und dagegen aber sind jetzt endlich Millionen auf der Straße gegen die AfD. Aber sie ersparen sich mit diesen Demonstrationen auch wieder den anderen Weg, den man immer propagiert als Mittel gegen rechts, Bildung. Das heißt ja, wir haben so wenig Bildung in Deutschland, deswegen gibt es so viel Unterstützer von den Rechten. So. Auf der anderen Seite aber, muss man auch sagen, heutzutage machen 50-60% der Schüler Abitur. Boah, vor 60 Jahren waren es 5-6%, die Abitur gemacht haben. Ne? Also eigentlich haben wir eine Bildungsinflation. Und das heißt im Umkehrschluss, führt zu viel Bildung zu den Rechten? Frage nur. Naja, Gott, es gibt zu viele studierte Taxifahrer und viel zu viele promovierte Klofrauen. So viel Gebildete kriegen wir gar nicht unter. Das heißt, deswegen Frust, deswegen rechts. Und dazu kommt natürlich noch, dass die Leute sich heutzutage klar machen, vor 200 Jahren bist du ja 30, 40 Jahre alt geworden, hast alles an Bildung aufgesogen, was es gegeben hat. Heute wirst du dreimal so alt, hast im Internet ja alles an Bildung parat. Wir müssen Bildung ja gar nicht mehr büffeln. Wir haben es abrufbar, wir haben es konserviert, wir haben es eingeweckt. Wir müssen uns nicht mehr belasten mit schwerer Bildung. So. Weißt du, warum die Regierung immer sagt, Bildung, Bildung, Bildung. Ja, ja, wenn sie wenigstens ein gutes Vorbild wären für Bildung. Weißt? Aber muss man schon sagen, ob jetzt Soziales oder Kultur oder Finanzen, Wirtschaft oder was weiß ich, von nichts haben sie eine Ahnung für ein ganzes Land. Wie weit man ohne Bildung kommen kann, siehst du an der aktuellen Regierung.